Microsoft Publisher Gestaltungsregel 7. Weniger ist mehr. Ja, verzichten Sie auf alles, was nicht wirklich nötig ist. Wir haben ja schon mit dem Text aufgeräumt, ich zeige das nachher nochmals. Verzichten Sie also auf Inhalte, die man nicht braucht. Verzichten Sie auf verschiedene Schriften. Verzichten Sie auf viele Kästchen, auf verzierte Rahmen und so weiter. Auf Farbverläufe, Cliparts, Schmuckelemente. Also werden Sie ganz einfach. Und wenn Sie ein Kästchen gebrauchen, lassen Sie den Rahmen außen weg, füllen Sie vielleicht das Kästchen mit sanfter Farbe und trotzdem können Linien eventuell etwas Sinnvolles sein, vielleicht gerade die Linie hier. Legen wir los. Ich habe hier diesen Text noch zur Seite gestellt, der erklärt, was das Rothaus ist. Ich lasse den nun tatsächlich weg und ich gehe davon aus, dass die Leute, die hier auf Besuch kommen, dieses Rothaus bereits kennen. Ich lösche das mit Delete. Was könnte ich noch weglassen? Ich brauche einen Titel. Hier habe ich noch eine kurze Erklärung, dass es Benefits ist und wie viel des Benefits an das Rothaus gehen. Auch diese 80 Franken, darauf will ich nicht verzichten, ich brauche das später hier noch. Dann hier beim Menü, vielleicht könnte man das Italienische weglassen. Ich lasse es einmal sicher diesen Punkt noch wegnehmen. Ich könnte auch die Unterhaltungsband weglassen. Ich lasse auch das noch drin. Wo das stattfindet, das kann ich nicht weglassen. Und wann es stattfindet, das kann ich auch nicht weglassen. Also höchstens das Essen und die Band, aber irgendwann wird es dann auch mickrig, denn ein Essen ohne Teller und ohne Geschirr und Besteck, irgendwie ist das auch nicht mehr schön, deshalb lasse ich es drin. Und wo kann ich reservieren? Vielleicht könnte man hier noch die Namen weglassen und woher die kommen, das ginge, nimmt nun nicht sehr viel Platz weg, das lasse ich. Also, ich kann, glaube ich, nicht mehr sehr viel weglassen. Ich könnte mir im Gegenteil noch vorstellen, dass ich hier dann eine senkrechte Führungslinie sogar sichtbar mache. Wir werden das nachher noch ausprobieren. Und nun zur nächsten Regel.